Tja, Freunde, was haben wir hier? Hier habe ich mein schlaues Büchlein. Das ist mein Ideenbuch, das ist überall mit dabei, weil mir natürlich immer irgendwo spontan was einfällt, was ich an Postings machen könnte, wie ich euch unterhalten könnte, welche Infos ich euch geben kann, was für euch interessant ist, wie kann ich euch weiterhelfen. Und so, dann habe ich was Wichtiges, und zwar, das ist von meinem Ideenbüchlein vom 17.01.2017 ist mir eingefallen. Warum sehen wir immer nur das Negative? Freunde, Folgendes. Schaut mal. Wir finden das Lifestyle. Ich habe Kunden, die kommen zu mir, lassen sich beraten, trinken Drehplan in der Ernstbar und dann nach 18 oder 12 Uhr kommen sie zurück. Haben Verlaufsanalysebogen mit dabei und kommen mit ihren ersten Ergebnissen. So, da kommen sie rein und dann das erste ist, ja, ich weiß nicht so genau, ist alles vielleicht doch nicht so gut gelaufen, bin jetzt etwas kritisch, weiß nicht, ob die letzten 18 oder 12 Wochen wirklich fruchtbar waren. So, es wird immer erstmal bei vielen aufgerollt, was negativ war, dass irgendwelche Dinge doch nicht so geklappt haben. Dann habe ich natürlich eine intelligente Frage gestellt und gesagt, ja, jetzt aber erzähl mal, wie geht es dir so? Wie ist es gelaufen mit dem Essen? Wie hat es gelaufen? Wie ist es gelaufen im Training? Wie ist dein allgemeines Wohlbefinden? Dann kommt, ja, die Hosen passen schon besser. Das Training ist eigentlich auch ganz gut gelaufen, habe schon eine schöne Struktur drin gehabt, war viermal in der Woche im Training, habe nichts ausfallen lassen. Im Ernährungsverhalten war es auch schon so, dass ich regelmäßig gegessen habe. Ich habe davor ja nicht regelmäßig gegessen. Du hast mir empfohlen, so regelmäßig essen, zu regelmäßigen Zeiten. Das habe ich alles so weit wie möglich eingehalten. Also es war schon ganz gut. Ja, aber naja, da an der Brust oder hier am Bauch, um den Bauchnabel rum, da ist noch Fett und naja, der Trizeps sieht nicht so gut aus. Ja, die Brust könnte besser kommen, der Rücken. Ey, hallo? Ihr macht seit 18 oder 12 Wochen, seid ihr in eine strukturierte Planung eingestiegen und dann ist natürlich immer das Verlangen ganz groß, muss alles funktionieren. Dann seht ihr, die meisten sehen immer nur das Negative. Immer nur, was man noch alles besser machen muss, vergessen aber, dass sie schon eine riesen Leistung erbracht haben. Ja. Ihr habt schon mal eine tolle Leistung erbracht, indem ihr regelmäßig im Sport wart, indem ihr nichts ausfallen lassen habt, indem ihr eure Ernährungsvorgaben eingehalten habt, indem ihr das Fastfood eliminiert habt, indem ihr ungesunde Ernährung so weit wie möglich eliminiert habt und habt euch an Vorgaben gehalten. Und ihr habt auch schon die ersten Erfolge erzielt. Das spürt ihr ja selber. Aber nee, was machen wir? Wir sind immer nur gucken, wo sind unsere negativen Seiten und arbeiten nur in negativen Seiten und ziehen natürlich das ganze Ergebnis dann in einen negativen Bereich. Das bringt einen mit wirklich weiter. Man muss auch mal tatsächlich sich selbst honorieren und sagen, ja klasse, ich habe Leistung erbracht, ich habe mich verändert, das ist der erste Schritt, ist getan. Und da darf man natürlich auch nicht vergessen, bei diesem Fitness-Lifestyle geht es ja nicht um ein 18- oder 12-Wochen-Programm, was zwar viele uns versuchen zu verkaufen, aber darum geht es ja gar nicht. Wenn ich in den Fitness-Lifestyle einsteige, dann habe ich ein größeres Zeitfenster von mir. Da entscheide ich mich entweder, mich für immer dran zu halten, wenn ich ein Resultat haben möchte. Oder ich entscheide mich kurzfristig, aber dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich nach einer gewissen Zeit eben keine Resultate mehr habe. Wenn ich mich dafür entschieden habe, langfristig in den Fitness-Lifestyle einzusteigen, dann muss ich das Erste und Wichtigste lernen, was man überhaupt in dem Bereich lernen kann. Und das ist, genau, dieses Geduld mitzubringen. Ganz einfaches Beispiel. Wenn jemand ein guter Fußballspieler werden möchte, ein guter Tennisspieler, ein guter Handballer, dann wird er das nicht von heute auf morgen, sondern er hat natürlich ein gewisses Zeitfenster vor sich. Und dieses Zeitfenster dauert, bis er mal eben besser ist im Durchschnitt, schon mal 2, 3, 4 Jahre, außer man hat ein Naturtalent, was die wenigsten sind. Wenn ich aber ein Profi werden möchte, dann sind es meistens 8, 10, 12 Jahre. Im Fitnessbereich, da wird irgendwas von einem 6, 8, 10, 12 Wochen Plan erzählt, beziehungsweise auch davon geträumt. Und naja, fällt man auf den Boden der Tatsachen zurück, auf den nackten Hintern und stellt fest, stopp, was war da los? Und genau deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch so ein bisschen daran arbeiten, dass wir diese Arbeit, die wir getan haben, auch positiv honorieren und nicht immer nur das Negative sehen. Wenn wir dann dazu in der Lage sind, realistische Zeitfenster einzuschätzen, wann wir was erreichen können, dann ist alles gut, dann wird alles gut. So, das war's schon mal. Es war wieder so ein kleiner Tipp von mir, ein kleiner Hinweis von mir, wie wir uns den Fitness-Lifestyle etwas einfacher gestalten können. Vor allem achtet darauf, dass ihr euch nicht mit zu viel negativen Dingen beschäftigt, weil das produziert sicherlich keine positiven Hormone, sondern negative und das hilft definitiv auch nicht weiter. Deswegen, liebe Freunde,
Andreas Wienbacher, Personal aus Karlsruhe, begann aus Mr. T immer mit dem Motto: Deine Fitness und deine guten Hormone meine Aufgabe. Macht's gut, bis bald.